Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Wir haben große News und die will ich dir hier im schnellen Durchgang vermitteln. Also willkommen aus dem sonnigen Malta. Und ich habe insgesamt 7 News heute für dich und die größte Schlagzeile ist sicherlich: Fängt Amazon an, solche Zahlungsmittel hier etwa nicht mehr zu akzeptieren und wechseln sie stattdessen dagegen etwas Digitales zu nehmen. Ich greife hier in die Luft, weil man es nicht greifen kann, wie Bitcoin und andere beliebte Zahlungsmittel aus dem Internet, die rein digital sind. Und in die Nachricht springen wir gleich mit Nummer 1. Es ist tatsächlich so, ab Januar 2022 wird Amazon aufhören, in Großbritannien Visa-Karten zu akzeptieren. Das ist die größte und verbreiteste Kreditkarte weltweit und die nutzen natürlich wahnsinnig viel Amazon-Kunden. Und was der Hintergrund? Großbritannien ist, wie jeder weiß, aus der EU ausgeschieden. In der EU gibt es eine Gebührenbindung an Kreditkartenunternehmen. Und da Großbritannien nicht mehr dabei ist, hat sich Visa gleich mal gesagt, ziehen wir doch mal die Schraube an, verlangen von Amazon mehr Gebühren. Und Amazon hat gesagt, nix da, nicht mit uns. Wenn ihr das vorhabt, macht es alleine und ihr seid raus. Ab Januar keine Visa-Kreditkarten mehr. Also wenn zwei Leute am Tisch verhandeln, ist immer einer in der stärkeren Position. Und das scheint hier Amazon zu sein, die sich sagen, wir können es auch prima ohne Visa machen. Und sie gehen sogar so weit, dass die Prime-Kunden einen 20-Pfund-Gutschein anbieten, wenn sie ihr Zahlungsmittel ändern von Visa-Karte auf eine andere Karte. Also das ist mal ein ordentlich kräftiger Move. Und kommen wir zum Punkt 2 im Thema Zahlungsmittel. Wird Amazon etwa demnächst Bitcoin akzeptieren? Amazon hat das direkt erwidert auf Gerüchte, die da entstanden sind, haben gesagt, nein, das ist nicht geplant. Aber da haben andere Leute anderes gehört und das Ganze hat angefangen mit einer Stellenausschreibung, die Amazon gemacht hat. Und zwar suchen sie nichts anderes als einen Experten für digitale Kryptowährungen. Und die Abteilung, die diese Stelle anbietet, ist Amazons Abteilung für Zahlungsmittel. Also wer da mal eins und eins zusammenrechnet, der kommt da gleich drauf, dass Amazon sich das auf jeden Fall vorbereiten will und freihalten will, Kryptowährungen zu akzeptieren. Also wie es aussieht, weg von herkömmlichen Zahlungsmitteln zu Kryptowährungen. Schreib mal dazu, was du denkst. Ich meine, Amazon schreibt sich ja auf die Brust, das beste Einkaufserlebnis für den Kunden zu liefern. Und wenn der Kunde mit Bitcoin zahlen will, dann wollen sie das offenbar ermöglichen. Also wir können auf jeden Fall gespannt sein, was sich da so entwickelt. Und die dritte Nachricht, 3 aus dieser Gruppe, das ist Amazons Move, PayPal zu akzeptieren. PayPal ist der beliebteste Zahlungsdienst im Internet überhaupt und der fehlt bisher bei Amazon absolut. Und die Nachricht kam gar nicht von der Amazon-Seite, sondern von PayPal. Die haben es nämlich ziemlich stolz präsentiert, dass sie sich mit Amazon geeinigt haben und ab nächstes Jahr zumindest in den USA PayPal als Zahlungsdienstleister zusätzlich anbieten. Also eine große Premiere. PayPal jetzt auch auf der Amazon-Seite und damit der zweite digitale Internetdienstleister, Internetwährung sozusagen, mit dem du bei Amazon bezahlen kannst. Auf jeden Fall sehr, sehr interessante Entwicklung von der Seite. Kommen wir zur nächsten Meldung. Ich überfliege hier, ich möchte es hier wirklich schnell zu dir liefern. Und das ist die Art und Weise, wie wir in Zukunft Lebensmittel bestellen im Einzelhandel. Ja, Amazon hat wieder mal vor, unser Einkaufserlebnis zu revolutionieren. Und das machen sie, indem sie die beliebtesten Supermärkte aus deinem Land dazu holen. Ich sage ganz klar aus deinem Land, weil sie haben vor, 2022 in den USA und in Europa anzufangen, mit Lebensmittelsupermärkten zusammenzuarbeiten, um tägliche Lebensmittellieferungen nach Hause anzubieten. Also, wenn das kommt, kommt etwas, auf das ich schon lange warte. Und es ist keine Fantasie, das ist kein mal gucken, ob das funktionieren würde. Das haben sie in Großbritannien bereits 2021 erfolgreich getestet für Prime-Kunden und deswegen ist es bereit, nächstes Jahr 2022 weltweit zu starten. Also ich bin auf jeden Fall super dafür. Schreib auch du mal in die Kommentare, was du denkst. Bist du da auch ein Fan von nicht mehr in der Kasse anstehen, einfach auf Amazon deinen Einkaufswagen füllen und auf Bestellen klicken? Die nächste Nachricht, und lass uns jetzt hier nicht politisch werden, aber lass uns das große Konzept, die Idee dahinter verstehen.
Amazon ist aufgefallen, und zwar bei Leuten, denen Meinungsfreiheit wichtig ist, sehr positiv. Über Amazon als großen Konzern kann man ja, da hupt es im Hintergrund, kann man ja Verschiedenes sagen und vieles vorwerfen. Aber das ist mal eine sehr positive Nachricht. Und zwar ist auf Amazon zu beobachten, dass sie doch ziemliche Meinungsfreiheit zulassen, zumindest das, was im gesetzlichen Rahmen ist, und sich da nicht beeinflussen lassen von das, was manche Leute mit Macht und Einfluss gerne sehen würden. Und zwar geht es konkret darum, um die Pandemie, das große Wort mit C am Anfang, das ich hier mal nicht ausspreche, weil da haben wir im letzten Jahr gelernt, dass in den sozialen Medien da doch nicht solche Meinungsfreiheit herrscht. Und wer seine Meinung, die zu persönlich ist, postet, ganz schnell seinen Post gelöscht sieht oder sogar sein ganzes Nutzerkonto verliert. Nicht so bei Amazon. Ich blende es mal hier ein. Dort zum Beispiel in der Kategorie Merch ist das sehr gut zu sehen. Und da kannst du doch an den Angeboten feststellen, wie die Händler offenbar Redefreiheit haben und ihre Kreativität freien Ausdruck lassen können und nicht den gleichen Beschränkungen unterworfen sind wie auf Facebook, YouTube, Instagram und zählen noch weitere soziale Medien auf. Also das auf jeden Fall mal als positives Beispiel, dass Redefreiheit und Kreativität bei Amazon offenbar noch freien Lauf gelassen wird und Amazon als Konzern, der sicherlich auch gute Kontakte zu der Politik pflegen möchte, doch hier seine Händler so gewähren lässt, wie es für sie im legalen Rahmen zulässig ist. Kommen wir jetzt zur letzten Nachricht für heute. Das ist mehr so die Kategorie Promi-Klatsch, muss aber auch sein, weil Jeff Bezos ist nicht mehr reichster Mensch der Welt. Müssen wir uns um unseren Freund Jeff Sorgen machen? Müssen wir ihm irgendwie ein paar Lebensmittel spenden? Nein, nicht ganz so schlimm. Und zwar ist er abgerutscht vom ersten Platz auf den zweiten Platz. Nummer 1 ist jetzt Elon Musk. Eine ganze Weile haben die sich immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und mal hatte der 1-2 Milliarden mehr, mal hat wieder der andere wiederholt. Das scheint jetzt auf jeden Fall in der Rohstoff- und Autoknappheit vorbei zu sein. Offenbar kann Elon liefern und das zeigt sich auf sein Konto. Und komme damit zum letzten Punkt für heute, an dem ich immer eure Kommentare vorlesen, beziehungsweise ich pick mir einen raus, was YouTube-Zuschauer geschrieben haben und das war im letzten Video eine ganze Menge. Es wurde sehr, sehr positiv aufgenommen. Zwar war es das Video, wo ich bekannt gegeben habe, dass mich ab jetzt Helium 10 eingestellt hat für zukünftige Projekte, für ein paar große Sachen, die wirklich Premieren werden in Deutschland, die Deutschland so noch nie gesehen haben mit dem Content, der da kommen wird. Und das war zum Beispiel Arno H., der mir gratuliert zu meiner neuen tollen Position bei Helium 10. Oder Christian Hoffmann, der sagt, es ist eine große Ehre für mich. Oder Kasserine, der sagt, cooler Typ, netter Mensch, wünscht dir viel Erfolg. Also vielen Dank, dass es mir gönnt. Die Kommentare waren durchweg positiv, also vielen Dank für die positive Stimmung in den Kommentaren. Ein, zwei Leute, die haben es, glaube ich, nicht ganz so aufgeschnappt, um was es genau geht. Da habe ich sowas gelesen wie, hast du überhaupt noch Zeit für die Leute in deinem Kurs, die zu supporten und die zu unterstützen? Und ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich einen Nebenjob annehme, hier in meiner Position, in der ich glücklicherweise sein darf, dann heißt es nicht, dass ich jetzt 40 Stunden die Woche extra arbeiten muss. Dann heißt es einfach, so ein Unternehmen wie Helium 10 hat den Wert meiner Person erkannt und zahlt mich einfach für den Wert. Das ist natürlich auch mein Name, der in der Amazon-Szene bekannt ist. Das ist auch die Zielgruppe, das Publikum, das ich dann automatisch mitbringe, wenn ich über Helium 10 spreche. Da geht es weniger um Arbeitszeit, für die ich bezahlt werde, wie andere Dinge, die Helium 10 wertvoll findet. Und deswegen werde ich nicht gucken müssen, wo ich noch 40 Stunden die Woche frei machen muss, sondern es geht um gezielte Aufgaben, wo sie mich für nutzen können. Und die erste, die kannst du zum Beispiel auf deinem Handy, auf dem Computer abrufen und das wird nicht YouTube werden, das wird die deutsche Ausgabe des Serial Seller Podcast. Serial Seller Podcast ist der erfolgreichste Podcast weltweit, wenn es um Onlinehandel gehen soll. Und da habe ich die große Ehre, die deutsche Ausgabe ab jetzt zu moderieren. Die bekommt einen eigenen Kanal und ich blende mal hier den Link ein, wie du die finden wirst. Geh auf helium10-german. Wenn das Video hier raus ist, sollte eigentlich auch die erste Ausgabe drauf sein. Und da stelle ich mich mal ein bisschen vor mit meinem Hintergrund. Und in Zukunft wird es auf jeden Fall deutlich spannender. Da gibt es nicht nur Infos von mir. Da gibt es Interviews mit Experten, da gibt es Interviews mit echten Amazon-Händlern, mit Leuten, die riesig sind, mit Leuten, die ganz gut dabei sind und mit Leuten, die vielleicht frisch angefangen werden. Und ich werde genau nachbohren, wie sie es geschafft haben, was für Erkenntnisse sie haben, was für Fehler sie haben, damit du echte Stories und echte Erfahrungen hörst.
Wow. Das war jetzt eine überraschend große Welle. Okay, jetzt kurz bevor ich am Ende war. Also wo war ich? Es geht um echte Erfahrungen, um die besten Taktiken rund um Amazon, die du auch selber für dein Business nutzen kannst, die du nutzen kannst, um in Kontakt zu bleiben, um dich selber zu motivieren und zu pushen bei deinen Zielen. Ich hoffe, möglichst viele von euch klicken auf den Link und suchen sich dabei ihre beste Plattform wie iTunes und Spotify und wo man alles den Podcast hören kann und abonnieren und liken die erste Folge. Also vielen, vielen Dank. Ich hoffe, möglichst viele von euch dort sehen zu können. In dem Sinne, habt eine großartige Woche und bis zum nächsten Video hier. Ciao, ciao.